Wenn wir uns fragen, woran wir uns eigentlich aus der Schule oder dem Kindergarten erinnern, fallen uns drei Dinge ein: Freunde, Ausflüge und schließlich Projekte. Wenn wir bestimmte Dinge gut behalten, andere aber eher vergessen, sollten wir uns eine Frage stellen. Wie sollte eine Bildung aussehen, die sich ganz auf Erfahrungen konzentriert, an die man sich tatsächlich erinnern kann? Projektbasiertes Lernen ist ein pädagogischer Ansatz, bei dem sich Schülerinnen und Schüler in einer langfristigen, vertieften Untersuchung einer realen Herausforderung engagieren. Anstatt bestehendes Wissen auswendig zu lernen oder einer Anleitung zu folgen, die einen schnellen Weg zu Fakten bietet, arbeiten die Schülerinnen und Schüler aktiv an einem Problem. Dadurch können sie mehrere Fähigkeiten gleichzeitig entwickeln. Um den Unterschied zu verstehen, können wir die Erfahrungen, die die Schülerinnen und Schüler in einer konventionellen Klasse unter der Leitung von Herrn Zuhören machen, mit dem vergleichen, was sie aus einem Projekt mit Frau Machen mitnehmen. Das Ziel: Lernen, wie man einen hohen Turm baut. In der herkömmlichen Klasse sitzen die Schülerinnen und Schüler an ihren Tischen und schauen auf die Tafel. Herr Zuhören geht zunächst auf einige physikalische Prinzipien ein. Dann weist er die Schülerinnen und Schüler, die noch in der Lage sind, aufmerksam zu sein, an, die optimale Struktur für einen hohen Turm zu entwerfen. Beim projektorientierten Lernen sitzen die Schüler und Schülerinnen in Gruppen zusammen. Frau Machen gibt dann jeder Gruppe 20 ungekochte Spaghetti, Klebeband, einen Baumwollfaden und einige Marshmallows. Die Schülerinnen und Schüler haben nun 18 Minuten Zeit, um die höchstmögliche Struktur zu bauen, die die schwammige Süßigkeit halten kann. Was werden die Kinder in den verschiedenen Klassen lernen und woran werden sie sich erinnern? Bei Herr Zuhören könnten alle Kinder etwas über Türme lernen, ein paar könnten etwas über Ingenieurwesen lernen und eines könnte theoretisch lernen, eine ideale Turmstruktur zu konstruieren. Aber schon eine Woche später haben die meisten alles wieder vergessen. Frau Machens Marshmallow-Turm-Wettbewerb aktivierte die Gehirne der Kinder in verschiedenen Bereichen und lehrte die Kinder etwas über Konstruktion, Kreativität, Physik und Teamwork. Und was vielleicht noch wichtiger ist, sie lernen, wenn sie beim ersten Mal scheitern, können sie es noch einmal versuchen und es trotzdem schaffen. Sie lernen zu lernen. Und selbst Jahrzehnte später erinnern sich einige vielleicht noch an diesen Tag. Zu den Vorteilen des projektbasierten Lernens gehören ein hohes Engagement und eine größere Verständnistiefe. Sie üben sich in Kommunikation, kritischem Denken und Kreativität und erzielen dadurch oft bessere Lernergebnisse. Randomisierte, kontrollierte Studien mit Tausenden von Kindern haben gezeigt, dass projektbasiertes Lernen signifikant besser abschneidet als traditionelle Lehrpläne und die akademischen Leistungen in allen akademischen Disziplinen verbessert. Die besten Lehrkräfte kombinieren oft Projekte mit traditionellem Unterricht oder betreiben das sogenannte aktive Lernen im Klassenzimmer. So können die Schülerinnen und Schüler das Ausprobieren, das Scheitern, das Tun und die Theorie des Lehrers für sich nutzen. Was denkst du über das Lernen durch Projekte? Da es im Unterricht angeblich nicht darum geht, was der Lehrer vermittelt, sondern was die Schüler und Schülerinnen entdecken, ist das die bessere Art zu lernen? Wenn dir gefällt, wie wir komplizierte Ideen in einfachen Zeichentrickfilmen erklären, kannst du uns unterstützen. Besuche patreon.com/sprouts. Schau einfach vorbei und erfahre, ob es für dich passt und was du davon hast. Wir hoffen, dich dort zu sehen. Und wenn Sie Eltern oder Pädagogen sind, besuchen Sie unsere Webseite sproutschools.com. Dort finden Sie diese und andere Videolektionen, zusätzliche Ressourcen und Aktivitäten für den Unterricht.